Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays, ich bin Keule. Und wir fahren einmal mehr mit Hunter for Real vom Clan 1 PDN. Diesmal im T-54 Modell 1, russischer Premium 8er und einer eher, ja ich würde sagen, schwache Kanone. Wir haben auch Standardmunition. Ne, hier haben wir Standardmunition. 190mm Durchschlag ist nicht mehr zeitgemäß. Bei 250 Alpha-Schaden ebenfalls nicht mehr unbedingt das Master-Dinge. Da gibt es jetzt deutlich bessere Kanonen mit mehr Durchschlag. Das viele Premium mit 247 Durchschlag, das ist leider Standard, das muss man dabei haben. Denn der kommt bei 9ern und auch bei vielen 8ern nicht mehr durch. Deswegen empfehle ich da grundsätzlich mehr mitzunehmen. Die Munition für die Premium-Munition ist nicht so teuer. Auf HE haben wir dann 330 Schaden bei 50 Durchschlag. Ansonsten sehr mobiler Panzer, hat einen sehr guten Turm, hat auch eine recht feine Wanne. Der kann sich gegen sehr viele Panzerchens behaupten. Im 1 gegen 1, wenn du weißt, wo du hinschießen musst, ist der auf jeden Fall bei vielen, vielen Panzern im Vorteil. Wir fahren im Zug mit T-44-100, mit einem T-44-100 und zwar mit Rusty Joe McBob vom Clan 1 PDN. Und wir müssen mal gucken, wie sie sich auf Karelien schlagen werden in einem 8er Gefecht mit 7 Unterstützung. Also gegen 7er sieht er nicht so schlecht aus. Mal sehen, was er sich jetzt hier so alles leistet. Erstmal wird blind ein bisschen reingeschossen. Macht auf jeden Fall Sinn. Denn wir haben erstens genügend Munition dabei und zweitens eine recht gute Nachladezeit von 5,8 Sekunden sowas um den Dreh. Da haben wir ein IS-2, da kriegt man 251 von uns. Prallt bei uns ab mit 390 Schaden. Aber da reicht halt der Pen nicht. Wo haben wir den Treffer bekommen? Den Kratzer. Da oben auf der Oberwanne. Angewinkelte Oberwanne, keine Chance für den IS-2 mit Heat-Munition uns dazu durchschlagen. Ist weiter forsch nach vorn gefahren. Zweimal VK 30-02D, zwei Mediums auf der rechten Seite. Zwei Stufe 7er Mediums, die uns da ein bisschen unterstützen und natürlich unser Zugkollege, der mit dabei ist. Aufklärer, ein Radpanzer, fährt da von uns weg. Wir drehen um auf Premium-Munition und geben mit 89 Schaden dem IS-2 den Rest. Genau, das ist halt das große Problem. Man bleibt am Rad, vom Radpanzer hängen. Obwohl das eine komplett weiche Kiste ist, das Rad schluckt dermaßen viel Schaden. Ist einfach nur abartig. Finde ich nicht in Ordnung. Man kriegt ihn trotzdem nicht zum Stehen. Ganz altes, leidiges Thema, braucht man nicht drüber reden. So, Zugkollege hat es bereits verabschiedet. Da hinten hat zu viel gelauert, unter anderem UDIS-03 und eine S-51. Das war dann, glaube ich, denke ich mal zu viel. Und da hat er sich schon recht früh durch seinen offensiven Fahrstil in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. 4:2 steht es trotzdem für uns. Damit kann man auf jeden Fall noch leben. Unten auf der Heavy Line haben wir unseren AMX-50. AMX-50? 50-100, oder? Müsste das sein? Jawohl. UDIS. Keine Chance. Der kriegt auf jeden Fall von uns 240 eingeschenkt. Hat die große Kanone drauf. Ah, ganz knapp. Dürfte keine Chance haben, bei uns durchzukommen. Hat zwar die gute Kanone, also mit genügend Durchschlag. Aber unterm Strich ist das eben nicht genug, uns da richtig weh zu tun. Artillerie S-51, ein Russe, verabschiedet sich in die ewigen Jagdgründe. Unser Kill Nummer 2, bei 915 Schaden ausgeteilt. So, UDIS. Besonders weit runter kriegt man die Kanone nicht, aber es könnte hier eventuell reichen. One-Shot ist auf jeden Fall, UDIS. Da gibt es 2 8er TDs aus dem schwedischem Hause. Das ist der aus dem Forschungsbaum, der führt dann später zum 103B auf Stufe 10. Oh, schau. EBR will es wissen, nimmt unseren Motor auseinander.
Jetzt gehen wir vom Pantera und vom EBR auf den Hintern gehauen. Das ist natürlich ein bisschen sehr schlecht. Der Motor ist hinter, ist kaputt, mein Freund. Dann würde ich mal reparieren. Jawohl, hat er schon gemacht. Allein hier vorne hast du keine Chance. Also entweder einer von die VK30 kommt mit oder der T25-2. Dann kannst du dir ein bisschen was leisten. EBR kriegt nochmal ein bisschen Schaden von uns. Hat dafür einen in unsere Panzerung gesetzt. Jetzt sind die da hinten gefragt, ob die uns ein bisschen helfen könnten. Pantera gibt uns eine mit. Cat ist gezogen. Pantera gibt uns noch eine mit. Wir fahren tatsächlich drum rum. Pantera bleibt nur an unserer Kette hängen, ansonsten wäre es das hier gewesen. Und verabschiedet sich dann durch einen Schuss aus unserer kleinen Wumme. Das bedeutet für uns Kill Nummer 4, 1665 Schaden ausgeteilt. 1695 haben wir geblockt. Und jetzt schieben wir mal diesen hässlichen Radpanzer hier raus. Irgendwo da hinten ist er. Und viel hat er da auch nicht mehr. Kann er nicht mehr haben. Wir haben schon zweimal getroffen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe mich von dem Denken oder von dem Wunsch schon längst verabschiedet, dass irgendwann die Radpanzer mal ein bisschen angepasst werden. Dann werden wir, glaube ich, lange nichts von sehen. EBR immer noch geschlossen. Irgendwo da rechts muss er sein. Mit einem Schuss rausnehmen kann er uns nicht. Wir müssen hier mit Premium-Munition auf die Su-122 schießen. Jetzt genau vor unser Schussfeld. Daneben. Ja, können wir da unten runter durchschießen? Können wir, aber treffen wir ihn? Das ist die Frage. Sieht nicht so aus. Dagegen hat sich hier sehr gut eingeigelt, hat auf 10:9 umgestellt. Das heißt, er hat ein bisschen aufgeholt. Und wir haben leider keinen Achter mehr außer dich, wenn ich das richtig sehe. Ja. Dagegen hat der auf jeden Fall noch drei. Den EBR, den Pantera. Die Su-122 ist, glaube ich, auch ein Achter. Heidewitzka. Die haben nur noch den ISS leider. Löwe verabschiedet sich. Rausgenommen vom Tiger P. Sehr gut. P-44 Pantera zerstört. Rausgenommen von unserem Kollegen hier. Hunter for real. Wen gehen wir als nächstes an? Die IS. Bin mir nicht sicher, ob die das da hinten alleine hinbekommen, vor allem weil der EBR dazu stößt. Oh ja, da müssen wir was tun. Aktuell die gefährlichste Kanone hat die Su, aber das gefährlichste Fahrzeug ist der EBR. Das muss man leider mal so sagen. Tiger P holt sich den IS. Tiger P holt sich die Su 122-44. Auf jeden Fall sehr gute Leistung. Wunderbar. Und wir holen uns den EBR 216. Kill Nummer 6, 2258 Schaden verabreicht. Das ist jetzt nicht so mega viel, aber auf jeden Fall genügend, um hier zumindest das Tüngeln an der Waage zu sein und den Gegner zu besiegen. Sehr feine Runde. Wir gucken uns mal an, was die Auswertung dazu sagt. Auf der rechten Seite gibt es eine Top Gun und eine Stahlwand. Das hast du natürlich absolut verdient. Shellproof uns ein bisschen gedönst. Das Ganze ist dann nur ein 1er. Wer steht noch nicht auf meiner Liste? Okay. Wir haben die IS-2 rausgenommen, den Pantera rausgenommen, den UDIS-03 haben wir rausgenommen, den EBR, die S-51 und den anderen Pantera. Sehr fein. 1350 Basics-XP sind hier nicht genug, um da ein M drauf zu malen. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, da müsste eigentlich... Ja, okay, da wird eben recht gut gefahren, ist ein sehr guter Crew-Trainer. Wenn man für die Mediums auf Stufe 10, da gibt es ja mehr als genug, ein Crew... Crew leveln möchte, bitte das Fahrzeug. Bietet sich dafür an, man darf halt nicht aufs Geld gucken. Zum Credits machen gibt es andere Panzer. Auch wenn der jetzt hier wahrscheinlich ein Plus gefahren ist, zumindest ein bisschen, gibt es da Panzer, die ja deutlich besser abschneiden. Nämlich Fahrzeuge mit genügend Pen, dass sie auf Standardmunition quasi das ganze Spiel durchhalten können. Und mit genügend Beweglichkeit. Ich denke da in erster Linie zum Beispiel an Lorraine. Also eine 40 Tonnen Lorraine zum Beispiel. Die hat eine exzellente Kanone. Und ja, gibt es halt noch eine ganze Menge andere. 21 Schüsse abgefeuert, 15 getroffen, 12 durchschlagen. Das ist halt dieses Leid, das man mit russischen Mediums hat. Die sind halt nicht besonders genau.
Da war schon recht viel im Nahkampf. Wir haben keinen Schaden über 300 Meter gemacht. Das sieht man da. Und 2,76 Kilometer auf der Uhr. Das Ganze weniger als 8 Minuten. Richtig feine Runde. Wie gesagt, es kommen jetzt die Woche noch ein paar mehr Replays. Es wird sehr viel Borask dabei sein. Ich habe unheimlich viele Replays eingeschickt bekommen zum Thema Borask. Die werde ich alle aufnehmen und werde die dann im Laufe der nächsten 2,5 Wochen hier online stellen, während ich in Portugal bin, beziehungsweise in Imola zum Grand Prix bei der Formel 1. So, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer fleißig draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.